Hallo, ich bin Kati und ich bin ein Nähnerd. Willkommen auf dem YouTube-Account von Nähnerd. Diesem kleinen kurzen Video möchte ich eigentlich nur erzählen, was ist Nähnerd wirklich. Ich nähe schon relativ lange. Ich bin sowieso schon immer ein sehr kreativer Mensch gewesen und habe dann vor, ja, über 6 Jahren meinen Blog Katjela ins Leben gerufen und bin eher so zufälligerweise ins Probenähen reingerutscht und habe schon sehr viel Probe genäht. Ich habe Anleitungen geschrieben für mich, für andere und Plotterdateien vor allem. Dann bin ich, das ist jetzt wahrscheinlich 2016, 2017 irgendwann, angeschrieben worden von Veritas Nähmaschinen, ob ich nicht die neue Overlock-Maschine mal testen möchte. Das war die Melanie damals, weil sie ja mitbekommen, dass meine Nähmaschine ein bisschen zicken macht. Das fand ich total nett und habe mich dann auch mega gefreut und die Maschine getestet und fand sie super. Und dann wurde ich gefragt, ob ich im März drauf mit auf die Messe nach Köln möchte, auf die H&H. Und natürlich möchte ich mit auf die Messe. Ich habe immer so ein kleines Problem, was zeige ich auf meinem Blog, beziehungsweise wie bringe ich Sachen rüber? Denn ich kann nur Sachen gut rüberbringen, die ich mag. Ich denke, das haben die meisten von uns. Und wenn ich Sachen mag, dann kann ich, glaube ich, andere davon auch ganz gut begeistern. Und bin natürlich super gerne mit auf die Messe gegangen. Und wir haben dann mit Veritas immer mal wieder so ein paar Sachen gemacht, wie eine Turnbeutelaktion fürs Kinderhilfswerk. Und da sind 2000 Turnbeutel dazugekommen von ganz, ganz vielen Näherinnen und Nähern zusammen. Ich habe mich so gefreut und es hat einfach immer Spaß gemacht. Und von Veritas kamen immer tolle neue andere Ideen, die ich ganz gerne gemacht habe. Ich habe auch intern schon Workshops gegeben, war viel auf Messen mit und mache jetzt seit einem Jahr immer wieder Videos für Veritas. Und naja, ich bin nicht nur kreativ, sondern ich habe auch eine relativ kreative und interessierte Familie. Kam uns irgendwann die Idee, warum machen wir nicht eigentlich einen Nähmaschinen-Shop? Aber eben nicht nur einen Nähmaschinen-Shop, weil wir alle, also meine Eltern und ich, das Gefühl haben, natürlich verlagert sich der Verkauf von allen Dingen ins Internet und ich habe oft das Problem, ich weiß nicht genau, was ist dabei, wenn ich etwas kaufe oder wie funktioniert was oder ich habe ein Problem. Also der Service-Gedanke ist bei uns eigentlich relativ wichtig und wir wollten das eigentlich immer schon dann so aufbauen, dass wenn wir einen Nähmaschinen-Shop haben, auch natürlich ganz viele Videos darum herum machen. Wie funktionieren die Maschinen? Was ist dabei? Aber natürlich auch durch meinen Blog auch immer wieder noch neue Nähanleitungen oder eben auch Problematiken. Denn ich habe nicht nur meinen Blog gehabt, ich habe auch ganz viele Workshops schon gegeben und gerade mit Nähanfängern zusammengearbeitet. Und die hatten dann Maschinen und dann ist der Faden gerissen und die konnten gar nicht immer selber was dafür. Und ich habe einfach gemerkt, wo liegen vielleicht die ein oder andere Problematik. Und genau das wollen wir auf diesem YouTube-Account erreichen, dass ihr einerseits unsere Maschinen kennenlernt, wisst, was dabei ist, wir euch helfen, falls ihr natürlich eine Nähmaschine sucht. Und dass wir euch helfen, denn Nähnerd heißt nicht ohne Grund Nähnerd. Ich würde mal behaupten, ich bin ein definitiver Nähnerd. Ich nähe eigentlich fast alle meine Kleidung selber. Es gibt fast nichts, was ich noch nicht genäht habe. Und ja, ich möchte euch eigentlich helfen und neue Ideen zeigen, was man alles mit der Nähmaschine oder der Overlock-Maschine machen kann. Und ich hoffe, die Videos gefallen dir oder euch und ihr schaut euch einfach mal um. Es kommen natürlich wöchentlich neue Videos dazu. Und solltet ihr irgendwo mal ein Nähproblem haben oder sagen, das muss doch besser gehen, das muss doch anders gehen, dann schreibt uns eine Mail oder auf den Social-Media-Kanälen oder einfach in die Kommentare.
dann kann ich das Thema nämlich auffassen und vielleicht finde ich eine Möglichkeit, die für dich das Nähen ein bisschen einfacher macht. Ja, schau dich ruhig um und ich hoffe, du abonnierst uns und ja, findest ganz viele neue Ideen und vielleicht auch deine neue Näh-Overlock oder Stickmaschine. Die haben wir nämlich auch alle. Alle Maschinen und das Material verlinke ich euch auch immer unten in der Infobox und natürlich dürft ihr immer fragen. Dann viel Spaß beim Nähen und nicht vergessen, jeden Tag eine gute Naht.